Also, die Richtung müsste passen hier. Nieder mit dem Sünddiktat! Komm ich mit denen sprechen hier? Die Artikel der Erhebt euch gegen die Oberherrschaft der Konzerne! Dass ich kämpfen muss und meine Meinung sagen. Nieder mit dem Sünddiktat! Ich kriege nicht mal eine Genehmigung, meine Schwester am anderen Flussufer zu besuchen. Das Ei wacht! Wie krank ist das denn? Aber wer bewacht das Ei? Ja, bei dem komischen Auge da. Also die Pyramide Dreieck, was auch immer das sein soll. Über so viele Clubs hier. Hier, oder meinst du? Da. Was wollen Sie? Hier neben dem Auge da. Das grüne Symbol da. Ich liefere ab, wie versprochen, ne? Du kriegst deine Bonbons, Atze. Paar Tage noch, höchstens eine Woche. Mir egal, Hauptsache du lieferst ab. Wer ist sie denn? Anda, was willst du denn hier, Scheiße, nochmal? Ich hab dich gesucht. Wozu denn, verdammt? Scheiße, egal, dich kann ich hier jetzt nicht brauchen, Zoe. Hätte nicht gedacht, dass du ein Partyparasit bist. Kacke, verdammt! Wusste nicht, dass du gleich mit deinen Mädels anrückst. Hey, jetzt! Ach, Scheiße! Puta, du Beckmann! Was willst du denn hier? Ich wollte bloß... Du warst nicht beim Imbisswagen, also habe ich mal nachgesehen. Du hast mal nachgesehen? Spionierst du mir hinterher, du Bitch? Oh, meine Güte, jetzt chill mal, Nela. Nein, ich wollte dich nach Hannah Roth fragen. Hannah. Bitch ist Zicke, okay. Wozu das denn, verdammt? Ich muss sie finden. Das beantwortet nicht meine Frage und du wirst sie nicht finden. Sie ist... Scheiße, hör auf damit! Hör auf zu suchen, hör auf zu fragen und hör auf, mir nachzulaufen. Damit willst du echt nichts zu tun haben. Vergiss es einfach und geh, geh weg hier. Du wirst Hannah nicht finden und du wirst mich nicht nochmal nach ihr fragen oder sonst wen. Geh, verpiss dich endlich hier. Die andere geht ab hier. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie das weitergeht. Schwimmen wir noch 2-3 Minuten, dann brauche ich um noch Pharma und. Aber wir zocken das schon weiter, oder? Das Kapitel ist fast zu Ende, echt? Noch 5 Minuten. Ja, dann machen wir das noch zu Ende, Leute. Machen wir Kapitel zu Ende und dann die 5 Minuten hin oder her ist auch. Soeben ist Hannah Roth auf meiner Prioritätenliste nach unten gerutscht. Zumindest bis Nelas Missmut verflogen ist. Weil es ist ja ganz, ganz cool. War viel Gelaber mit diesem komischen Markt und dem ganzen Ding da. Und wir teilen uns das auf jeden Fall auf mehrere Tage, dass wir nicht hier uns... So. Nö, passt schon hier, passt schon. Ich freue mich ja selbst hier. Return to Baruti at the... Okay. Hauptquartier war das hier. Machen wir das Kapitel noch zu Ende und dann machen wir Pause, machen das nächste Mal weiter. Edge Squad! War das nicht ganz da hinten? War das nicht der Typ da in der Seitengasse? Oder irre ich mich da? Ich laufe jetzt mal dahin, mal schauen hier. Solltest du den Bezirk diese Woche nicht verlassen? Ja, aber das Ei hat meine Frage. Passt, ja, passt, passt. War das nicht der Typ hier? Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen wegen Frieda. Sie hängt ständig am Dreamer. Kann ich Ihnen behilflich sein? War nicht... Krass, hier war ich ja noch gar nicht vorhin. Idiota, ich mein's ernst. Ich bin total kaputt davon, mich als Einziger um die Kids zu kümmern. Kauf ihn halt auch eine Dream Machine. Das finden die doch mega geil. Du bist keine Hilfe. Was? Mit dem wir nicht über... Ach, der Typ in dem Dings... Warte, schau nochmal. Hier, ich dachte hier in der Ecke da. Ist nicht der uns einen Auftrag gegeben hat für den politischen Schmarrn da? Mr.
Mr. Landon ist nicht sehr erfreut darüber, wie du in seinem Barrio rumfuschst, Sozi. Sachte Gevatter, Ich bin nicht dein Gevatter. Und dein Kumpel bin ich auch nicht. Mr. Landon sagt, du hast ihn nicht um Erlaubnis gefragt, Kolo. Das sieht Mr. Landon gar nicht gern. Respektlos ist das, sagt Mr. Landon. Sagen Sie, Mr. Landon, ich pfusche hier nicht rum. Ich führe lediglich einen Wahlkampf. Könnten wir das vielleicht anständig ausdiskutieren, statt... Ey, Assi! Red mit mir, nicht mit Mr. Landon. Keiner redet mit Mr. Landon. Klar? Und rumdiskutiert wird hier auch nicht. Deine Kommi-Kameraden brauchen wir in Propass nicht. Das Barrio wählt Wolf. Schon klar, was hier läuft. Es geht nicht um Revier oder Respekt, wie? Es geht um Kaiser Konstantin und seine Fascho-Armee. Hey, lassen Sie ihn in Ruhe! Halt, was? War das wirklich ich? Oder was? Misch dich nicht ein, Zucker! Sonst boxe ich dir ein paar an deine Torte. Und mit einem platten Rüssel wirst du nicht mehr so hübsch aussehen, hm? Ich habe kein Wort verstanden, aber wenn Sie ihn nicht in Ruhe lassen, rufe ich die Polizei. Die Pala? Scheiße, Mann! Minette! Glaubst du echt, die Bullen mischen sich da ein? Hast du eine Ahnung, von wem wir hier reden? Von Mr. London. Und dem gehören die Bullen von Propass. Jetzt zisch ab, bevor ich so angepisst bin, dass ich dich... Ching Chong ist pissed off. Mars auf Lauer! How can it be, unless the great soldier, that you have a shield that cannot be pierced, and a spear that can pierce anything, the two cannot possibly coexist. Ja, natürlich nicht. Ich spreche nicht Kantonesisch. Ich habe keine Ahnung, was Sie sagen. So the salesman grabbed the shield and the spear. It doesn't matter. The two can or cannot coexist. Mother Flower, he said, running the great soldier through, killing him. Cool, ein Speer, was alles durchdringt und ein Schild, wo nichts durchdringt werden kann. Lassen Sie ihn einfach gehen. Bitte, er ist harmlos. Lern mal Penspinning. Und lass dir das eine Lehre sein, Kutas. Ich hab kein Pen, ich bin auf das Tastatur. Das hier ist Mr. Landons Revier. Und je eher du das in deinen Koko kriegst, desto weniger Stress wirst du haben. Haben wir uns verstanden, mein Freund? Meine Güte, Baruti. Alles okay? Ich glaub schon. Danke fürs Eingreifen, Zoe. Weiß ich zu schätzen. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das so schlau war. Jetzt hat er dich auf dem Radar. Ich konnte ja schlecht dastehen und zusehen. Ist wirklich alles okay? Ich finde die Stimme so geil mit dem Helm hier von ihr. Aber ich gehe heute Abend nirgends mehr hin. Ich schaue mir nur vom Büro aus Leas Ansprache. Ich könnte nur Messer spinnen. Brauchst du irgendwas? Du musst hier nicht allein bleiben, weißt du? Ich habe keinen Stift mehr. Ich kann da bleiben. Oder du kommst mit zu mir nach Hause. Mir geht's gut, Sisi. Ehrlich, die wollten mich bloß erschrecken. Ist ihnen gelungen. Die kommen nicht wieder. Wenigstens nicht heute. Wegen morgen können wir uns morgen sorgen. Okay. Wegen Queenie und... Lass uns das auch morgen besprechen. Wegen morgen können wir uns morgen sorgen. Jetzt will ich einfach morgen nur hier sitzen, mit einer heißen Tasse Tee und mir eine mitreißende Wahlrede anhören. Versteh schon. Aber Baruti, schließ bitte die Tür ab. Und klingel durch, wenn irgendwas ist. Wenn du darauf bestehst... Wir sehen uns Donnerstag, Sisi. Pass auf dich auf, Baruti. Also ein Speer, der alles durchdringt und ein Schild, was nichts durchdringen kann. Das kann nicht koexistieren. Unser Wahlkampfbüro. Es ist ein Rattenloch,
Aber Barudi hat es zu einem unser Wahlkampfbüro. Es ist ein Rattenloch, aber Barudi hat es zu einem durchaus vorzeigbaren Rattenloch gemacht. Head home to your apartment in the Sonnenschein Plaza. Im Video hat der im Ernst andere angesprochen. Siehst du? Vielleicht weil das Konsequenzen hatte. Erstmal, let's head home. Wo sind wir? Wo wohnen wir denn eigentlich? Na, wenn das nicht mein Lieb... Ich hab unsere... Wo ist das Sonnenschein Plaza auf der... Das von Original Consumer... Ich hoffe, du erreichst dein Ziel, Baby. Und wenn du dich nochmal verirrst, du weißt... Oder? Nee. Ich Original Plaza home, will ich... Unsere Wohnung... Oh. Wo ist das Sonnenschein Plaza auf der Karte? Doch, passt. Das von Original... Du siehst ab. Passt. Also... Dum, dum, aus dem dum, Weg! Dum, 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 dum. Jo, wir sind gleich fertig, HSV. Wir sind gleich fertig, HSV, dann gebe ich mein Bestes. Sie sind fix und fertig. Können Sie sich ist auch gut, dass ich noch ein paar Minuten herausgezögert habe, dass meine Schmerztablette wirkt für die Füße. Ich muss ja, wenn ich sowas fahre, muss ich ja vorher mehr Schmerztabletten nehmen und ja. Hab das halt jetzt gemacht. Braucht immer so eine Stunde, um zu wirken. Diese. Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen. Hier, Krähen-Boy! Der ballernde Krähen-Cowboy, der. Unsere. Wo ist. Das von Original Consumer. Du kannst gern. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Steht sogar auf der Karte. Ja, die sind halt kaputt. Das ist eine kluge Entscheidung. Kaputt wegen OP. Ich muss einfach da hochgehen, da wo ich halt hergekommen bin, oder? Einfach in mein Apartment. Wo ich am Anfang war, das kenne ich ja. Ich bin ja auch doof, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da wo ich vorhin war. Wo auch das, wo das Ding von ihr steht. Oder? Oder bin ich jetzt hier falsch? Hier ist es ja nicht. Wo geht's denn da hoch? Muss ich nicht dahin, wo ich am Anfang gestartet bin, wo auch diese Bude von ihr steht? Sonnenschein Plaza, doch. Hier ist richtig. Einfach die Straßenschilder lesen. Jo, bin richtig, ja. Hab ich gesehen. Da, hier. So, mal ein bisschen umschauen, bin ich gar nicht gewohnt. Vor lauter so auf irgendwelche GPS-Karten oder sowas achten. Dann am Anfang kamst du. Ach, aus der Therapie, stimmt. Ich war noch gar nicht at home hier, ja. Stimmt, ich war ja nicht bei der Therapie. Achso, Füße erzähle ich gleich nach dem. Kommt bestimmt wieder lange Dialog. Hey! Hey, Baby! Oh, riecht lecker! Ja. Was gibt's denn? Risotto! Komm mal her! Hm, ich freue mich auch, dich zu sehen. Das habe ich gebraucht. Wieso? Was ist los? In love. Es gab heute ziemlich Stress im Wahlkampfbüro. Was ist passiert? Baruti hat Ärger gekriegt mit Mr. Landens Schlägern und Mr. Landen persönlich. Oh, verdammt. Ist er okay? Ihm geht's gut, glaube ich. Was ist mit dir? Bist du okay? Ich bin okay. Die haben mich nicht angefasst. Aber du hast dich eingemischt? Musste ich ja. Ich konnte nicht zulassen, dass sie das mit Baruti machen. Ich wünschte wirklich, du hättest dich da rausgehalten. Du weißt nicht, wozu diese Typen fähig sind. Ach, das sind bloß Feiglinge. Feiglinge mit der Macht des Syndikats hinter sich. Trotzdem bloß Feiglinge. Hör mal, mir passiert schon nichts. Die wollten Baruti erschrecken, nichts weiter. Auf mich haben die es nicht abgesehen. Tut mir leid, dass ich dich mit der Therapie aufgezogen habe. Ich wollte dich nicht ärgern. Mach dir keinen Kopf deswegen, Reza. Ich war müde, wirklich. Und es geht mir echt besser. Also hilft es? Es hilft. In erster Linie wegen dir. Hoffen wir, dass du das nach dem Risotto noch genauso siehst. Wie war dein Tag? Ach, nicht so interessant wie deiner anscheinend.